Und hier ging es auch nicht mehr weiter. Richtig. Richtig, richtig. So, falsch. Und da ist das. Das ist da. Tja. Wie hinkommen, ist die Frage. Wie hinkommen? Wie hinkommen? Da geht's schon mal nicht schlau. Ich, könnte auf diesen Berg hier draufsteigen. Und mich, ja, ich habe da einen kleinen Plan ausgearbeitet. Oder, oder ich muss natürlich sagen, Schatz. Den sollten wir jetzt irgendwann mal holen. Irgendwann, in ferner Zukunft. So, das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Und Reaper! Komm schon, Link, ich weiß, du kannst es schaffen und wirst dabei nicht trinken. Ja, sag ich doch. Ihr beiden seid tot. Oder ging es hier nur zur Hexi? Ich glaube fast, dass es hier nur zur Hexi ging. Da hatten wir uns schon durchgebuddelt. Ja, hier ging es nur zur Hexe. Das ist ja jetzt ungünstig. Oh, ein Schatztruhe. Das ist ja jetzt sehr günstig. Glücksfragment erhalten. Das ist sehr schön. Dann müssen wir wohl irgendwas anderes machen, um zum Haus am See zu gelangen. Jo, die Frage stellt sich nur was, ne? Ich guck mal nach. Okay, ich hab... mal gucken. Geht zu Haus zur London Farm. Check. Südlich davon geht es nach rechts in den Tiloroya Wald. Und... Süden ist ja bekanntlich unten. Wir brauchen übrigens ein Special Item. Oh. So. Geht zum Haus zur London Farm. Südlich geht es nach rechts. Betretet den Tirolwald. Da befindet sich ein Loch in der Wand. Falls ich gerade etwas wenig kommentiere, liegt das daran, dass ich hochkonzentriert bin. Ah, das muss die Leiter sein, von der gesprochen wurde. Ah ja, genau. Genau. Das ist sie wahrscheinlich. So, ja, alles gecheckt. Gar kein Problem. Mann, wieso habe ich das eigentlich nicht schon früher entdeckt? Ach ja. Pegasus-Stiefel? Alles klar. Ist ja ganz schön und gut, aber erstmal will ich hier mal gucken, was ich so als kleiner Link erreichen kann. Bam, 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 bam! Gatling-Windmaschine! Das wäre jetzt nicht so schwer. Okay. Na, das war knapp. Das Buch liegt da oben. Deswegen schmeißen wir es jetzt mal runter. Das hatte ich mir nämlich fast gedacht, dass wir da als kleinen Link rein müssen. Um ans Buch zu gelangen. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Wenigstens sind hier keine Gegner, das ist recht angenehm. Sagte ich gerade, zum Glück sind hier keine Gegner. Habe ich mich wohl ein bisschen geirrt. Tja, aber das passiert den Besten. Von den Besten. Der Besten. Moment, ich will mich dann nicht vergrößern. Okay, ich will mich vergrößern.
komme ja nicht übers Wasser als kleiner Link. Deswegen hat das hier keine Substanz. Sonst wäre ich da hinten noch hingegangen, aber es funktioniert so nicht. So, da steht alles über Masken. Und was steht auf dem Bild drauf? Notiz von Hager. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen, um etwas zu rammen. Ja gut. Was für Sachen er rammt, da will ich nichts von wissen. Braucht man auch nicht. Ist ja nicht wichtig. So, ich nehme jetzt mal die Abkürzung. In die Stadt hinein. Nämlich mit Meister Vogel. Ja, reisen wir in die Stadt. So, nämlich die Klaue wieder, weiß auch nicht wieso. Jetzt endlich können wir das letzte Buch in der Bücherei abgeben. Uhu. Ah, das ist es ja, das Buch Alles über Masken. Lange überfällig. Der Bürgermeister ist so nachlässig. War es nicht sehr schwierig, das Buch zurückzubekommen? Ich bin wirklich sehr dankbar. Danke, Link. Nun gut, du warst eine große Hilfe, Link. Dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrlich tosende Beifall. Jetzt können wir die Bücher im ersten Stock wieder ordentlich hinstellen. War der Orko? Würdest du dich bitte darum kümmern? Hier bin ich. Ist schon gut. So gut wie erledigt. Achso, der Typ. Er stapelt sie auf seinem Kopf. Das Bücherregal ist wieder ordentlich wunderbar. Bla bla bla. Bin schön. Kann ich die jetzt schieben? Ja. Dann wollen wir doch mal sehen, dass wir hochkommen. Und dass die Minde schon endlich das Item geben, nachdem ich schon so lange verlange. Das wäre sehr nett. So, das S-Buch hochklettern. Oh, das zweite Buch hochklettern. Ah. Tricky. So. Und ein Buch runterklettern wahrscheinlich. Jo. Und da ist es auch schon, das Haus. Von dem Typ mit der Riesenfeder. Du willst mein Feind? Nein, ich hab nicht das passende Feind. Schnauze. Ein Besuch, eine seltene Ehre. Studius ist schon eine Weile weg. Und ich bin so einsam. Oh je, was führt dich zu mir? Oho, der Tempel des Tropfens. Du willst also dorthin gehen? Gut, ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleeblatt dort hinten. Immer mit der Ruhe, stell dich erstmal dahin. Ohoho, öffne dich, Wunderklappe. Hä? Na! Ohoho, gut gefallen. Also, ich bin gespannt, ob dir mein Trick gelingt, an das Werkzeug zu kommen. Aua! Ich habe mir meine Hüfte gestoßen. Oder das Knie. Es tut jedenfalls weh. Dieser Lextar ist mir ein Rätsel. Wie ist der denn in den Tempel des Tropfens hereingekommen? Die Lösung des Rätsels liegt vor uns. Lass uns hineingehen. Den hier. Und den. So, kommt mir alles bemerkt, weil ich bekannt vor euch habe. Zack, zack, weg hier. Zack, abhauen. Weg. Wir brauchen wahrscheinlich alle unsere Skills, um hier überleben zu können. Oder auch nicht. Weil hier irgendwie nur Schnecken sind. Die uns irgendwie gar nichts anhaben können. Ja, kommt doch. What the hell. Einsaugen war keine gute Idee. Zack. Angreifen, während sie schutzlos sind. Schild ist immer gut. Komm schon. Oder von hinten angreifen. So, noch besser. Na! Ich bin unbesiegbar! Und... Ja! Genau die wollte ich haben. Drücke A, um zu schwimmen, drücke B, um zu tauchen. Genau auf die hatte ich gewartet. Können wir jetzt einfach so?
wir können es jetzt einfach so. Können wir besser verloren schwimmen? Nein. Wir können schwimmen, 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 schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Das können wir nicht zerschlagen, schlagen, schlagen. Weil wir noch nicht das passende Item dafür haben. Wir können jetzt hier raus. Ah, Super Link ist ein super Schwimmer. Ja, geht's ja irgendwo lang. Oder können wir hier hoch? Momente, Momente. Ja, wir können hier hoch. Und jetzt endlich haben wir ein passendes Item. Oh Gott, es hat so lange gedauert. Aber endlich haben die Schwimmflossen. Ich bin so froh. Jetzt können wir endlich in den nächsten Dungeon und nichts kann es aufhalten. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts, 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 gar nichts, gar nichts. Nichts kann uns aufhalten. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Gar nichts, gar nichts. Ich bin unbesiegbar, du kannst mich nicht töten, denn ich bin unbesiegbar, komm damit klar, oder du hast ein Problem mit mir, ich bin unbesiegbar, ich kann mich besiegen, ich bin unsterblich, was ist denn hier? Ein Herzteil, wer hätte das denn gedacht? Ein Herzcontainer, wir haben einen neuen Herzcontainer. Das ist ja schön, das ist freundlich, das ist toll. Das ist so super schön. Ich freue mich wie ein kleiner Junge. Aber warum komme ich denn nicht hoch? Das ist so sehr garscht. Ich hasse es. Finde ich voll zum Kotzen, voll zum Kotzen, voll zum Kotzen. Finde ich voll zum Kotzen. Warum das nicht funktioniert? Aber wenigstens kommen wir jetzt hier rüber. Au, 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 au. Au, 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 au. Nohoho, denkst du? Nein, nein, geh weg, geh weg. Mich hier einkramen. Das ist ein Schatz, ich will den Schatz haben. Große Gruppe in 50 Rubine erhalten. Freude über Freude. Überwandelt mich. Ich tauche jetzt im Stealth-Modus. Ich kann mich nicht finden. Snake. Snake. Ja. Herzteil. Herzteil. So, und jetzt können wir auch endlich durch dieses kleine Löchlein da schwimmen. Boah, als kleiner Link ist man viel schneller. Hello, oh, ja, weil. Ah, ich weiß, wo ich hier bin. Und Teleroja halt. Oh, ich kann auch das große Wasser schon, das ist ja krass. Kleiner Link ist unbesiegbar. Aber er ist nicht vom Runterfallen gewappnet. Nein, 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 nein. So, oh, in der Luft besiegt. In der Luft werden. Wer kann das schon von sich behaupten, dass er Gegner in die Luft besiegen kann? Oh oh. Oh! Oh Mann, ich sollte meinen Finger vom Kopf nehmen. Der Speed-Button ist tödlich. Ja, danke! Arschloch-Schnecke. Stirb, Arschloch-Schnecke. Ich bin unbesiegbar, ich bin Link. Verarschen! Glücksfragment erhalten! Okay, es gibt keinen leichten Weg zurück. Das ist schon mal schlecht. Nein! Nein! Ich glaube auch von dauernd runterzufallen. Nein, 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 nein. Also die Eisstörung war bei Twilight Princess und Wind Waker eindeutig besser. Da ist man nicht so sehr geschleddert wie hier. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Weiß nicht, wie.